Herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Diesmal geht's mit Welt 2 weiter, den sogenannten Donut Plains. Und in dieser Welt gibt's reihenweise Secret Exits. Ich hoffe mal, dass ich alle finden werde. Kommt direkt noch einer dran. Nehme ich gleich die Feder mit ins Inventar. Das war dumm. Okay. So, jetzt habe ich wieder eine Feder. Ich warte lieber erstmal ab. Zack. Yoshi Coin. Ist hier was drin? Nope. Hier kann man rein. So. Wenn man hier alle in der richtigen Reihenfolge nimmt, dann kann man Leben bekommen. Ich hoffe, dass es wenigstens einmal klappt. Scheint aber immer zufällig zu sein. Es hat leider nicht geklappt. Es ist halt eigentlich nur ein Glücksspiel, wenn man es nimmt. Zack. Hier ist Yoshi drin. Hier sollte man lieber nicht runterspringen. Yoshi kann nämlich mit. So, hier kann ich dann später mit Persicut Exit hoch. Was passiert hier? Ach, gut. Was auch immer da passiert ist. So, ich werde es auch so machen, dass ich mich einmal mit Mario bzw. Luigi um die Secret Exits kümmere. Und halt mit dem anderen dann um die normalen Exits. Und das erste Autoscrolling-Level. Nee, das ist nicht das erste, oder? Aber ich weiß es gleich gar nicht. Kann man sogar durchschaffen, aber es gibt jetzt keinen Grund, das zu riskieren. Jo. Gib mir die Feder, danke. Ja, solche Level sind halt immer, ziehen sich halt immer lange. Ich glaube, hier kommt jemand, oder? Ne? Habe ich mich geirrt? So. Hier in irgendeine Röhre kann man rein. Das war, glaube ich, die letzte sogar. Aber ich probiere trotzdem jede aus. Weil ich mir nicht sicher bin. Was die? Yep. Genau die war's. Hier muss man sich den Panzer nehmen. Sich genau hier drunter stellen und dann kommt da die Ranke. Mist. Kann ja auch fliegen, fällt mir gerade ein. Kann ich das noch? Yep. Ich finde es immer ziemlich kompliziert, so zu fliegen. Und hier ist jedes Secret Exit per so einem Schlüssel gelöst. So, jetzt aktiviere ich erstmal den Schalter, damit ich das Secret Exit im ersten Level ausführen kann. Okay, dann halt so. Ach, so ist das gemeint. Ich habe hier nämlich noch nie das One-Up bekommen. Ich habe immer irgendwelche Fehler gemacht. So. Ich
frage mich, ob ich die Welt in diesem Part schaffe, weil es halt schon ziemlich viel ist. Was man hier machen muss. Okay, also ist Luigi der den Secret Exit Weg macht. Und jetzt muss ich hier hochrennen. Es geht nicht mit Yoshi. Weil man kann doch mit Yoshi. Ja, das geht. Oh shit. Ach stimmt, da kommen immer Federn raus, hab ich ganz vergessen. Ich hätte gern noch eine. Was ist das? Wie mache ich das jetzt? Was zur Hölle? Was? Okay. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten damit. Okay, spring einfach ab. Gut. So ist das ja geklärt. Oh Mann, was soll das denn? So, Donut Secret 1. Aber da will ich jetzt nicht hin, ich will zu Donut Plains 2. Und noch eine Yoshi Coin. Ja, hier gehe ich diesmal nicht rein. Weil ich jetzt das normale Exit haben möchte. Zack. Ja, in diesen Leveln gibt es halt nicht viel zu tun. Man wartet eigentlich nur darauf, dass es mal weitergeht. Okay, das warte ich lieber ab. Und es war keine schlechte Idee. Der Bildschirm wartet auf mich, kann das sein, weil der so langsam ist? Ja, der wartet auf mich. Hallo? Diesmal geht er nicht so hoch, lol. Ja, es geht. Ich wollte nur testen, ob man drauf springen kann. Und 21 Punkte. Ich hoffe mal, dass ich auch noch ins Bonus-Level komme. Das dauert ja ein bisschen länger, weil ich halt mit zwei Charakteren spiele. So, jetzt mit Luigi wieder. Eigentlich klingt jede Musik hier gleich, es ist immer anders geremixed. Oder halt langsamer gemacht. Oh shit. Ich dachte gerade, ich gehe unter. Ja, die Fische hier sind etwas gefährlich, weil die einen verfolgen. Feuerblume ist mir sogar lieber. Gehen hier rein. Yep. Aber hier müsste nichts Besonderes sein, soweit ich weiß. Hier ist so ein komisches P-Ding. Geh ich mal hier drunter, falls ich da hinfalle. Lol. Los, hoch, hoch, hoch. Nein! What the fuck? Okay, den hätte ich auch erwischt. Okay, ich hätte mir das vielleicht lieber aufheben sollen. So, und jetzt wird's wichtig.
verstehe diese Steuerung, wenn man etwas trägt. Also ich verstehe die schon. So, ja, okay. Nee, ich meine, es ist irgendwie komisch, man drückt da nach unten. Nein! Ich dachte gerade schon. Komm her. So, hier ist das Secret Exit. So, und das ist das Secret Exit, ja. So, und jetzt mache ich das und add. Gut, sehr gut. Mario ist bestens für dieses Secret Exit geeignet. Vorne hab ich's doch hinbekommen. Okay. Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Gib mir die One-Ups. Die One-Ups sind weg. Einfach rauskommen. So, hab's geschafft. Ach Mann. Komm schon. 53 Sterne schon. Das ist die Top Secret Area, die werde ich auch zeigen. Und zwar werde ich die zeigen, wenn ich hier dieses Exit mache. Hätte man sogar auch geschafft. Achso, ja, jetzt geht's hier weiter. Den Fisch locke ich erstmal weg. Neunundzwanzig, knapp. Es wird zurückgesetzt. Die Sterne werden zurückgesetzt, wenn man seinen Spielstand neu lädt. Auch gut zu wissen. Das führt einfach nur dahin. So, jetzt zeige ich jetzt mal die Top Secret Area. Hier gibt's Blumen, Yoshi und Federn. Okay, jetzt bin ich immer noch Mario, man wechselt also nicht. So, jetzt mache ich das Geisterhaus aber wirklich. Und wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht mal so schwierig. Soweit ich weiß, muss man einmal hier rein. Darf nicht diesen Block berühren. Also nicht an den Block springen, nochmal rein. Und dann an den Block springen. Und dann kommt hier die Ranke raus. Ich glaube, das war's schon. Yep, das war's schon.